Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Hearthstone oder Hearthstone, dem Trading Card Game von Blizzard. Und beim letzten Mal haben wir ja durch Quests ein Booster Pack erhalten. Das mache ich jetzt mal mit euch zusammen auf und mal gucken, ob wir da wieder neue Karten für unser Deck drin haben. Also neue nützliche Karten für unser Deck. Da haben wir die seltene. Nur eine seltene. Was haben wir denn? Alle Klassen Priesterin von Elunen. Kampfschrei stellt bei eurem Helden 4 Leben wieder her. Oh, nicht unbedingt meins. Paladin, Kampfschrei verleiht einem befreundeten Diener Gottesschild. Der ist schon ganz gut für ein Paladeck. Seele des Waldes verleiht euren Diener Todesröcheln, ruft ein Taunt herbei. Verleiht euren Dienern... Aha, allen Dienern oder was? Ist natürlich eine coole Druidenkarte. Den Irwisch. Naja, für 0 ist das ja auch, geht für 0. Oh, was haben wir denn da? Eine Waffe für den Schurken. Klinge des Verderbens. Kampfschrei. Verursacht 1 Schaden. Kombo verursacht stattdessen 2 Schaden. Das mit dem Kombo muss ich nochmal wissen. Mit Kombo ein Bonus trifft in... Ein Bonus tritt in Kraft, wenn in diesem Zug bereits eine Karte ausgespielt wurde. Ah, okay. Das ist natürlich ganz geil. Aber sonst, wie schaut denn unser Deck eigentlich aus? Das ist jetzt unser Deck oder was? Ach nee. Na gut, machen wir einfach mal fertig. Ich würde sagen, wir gucken mal eben rein, was wir noch so für Quests haben. Ah, wir müssen also jetzt 50 Schaden verursachen. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Spiel rein und suchen uns mal einen Gegner, den wir schröpfen können. Jetzt habe ich vergessen, die Stoppuhr anzumachen. Aber was soll's, lasse ich die Stoppuhr eben so mal weg. Und wir gehen einfach mal ins Spiel mit Gul'dan, unserem Hexenmeister. Und ich hoffe, wir finden jetzt einen Gegner. Könnte zwar auch schon eine Arena wieder machen, aber ich will erstmal ein bisschen Erfahrung kriegen in diesem Kartenspiel. Ich kann echt nur hoffen, dass er jetzt einen Gegner findet und dass das Spiel nicht wieder abschmiert. Oje. Oh je, es ruckelt fürchterlich. Würdiger Gegner. Gul'dan gegen Rexxar. Na bravo, wir dürfen gegen einen Jäger spielen. Das mag ich nicht so. Gefällt mir das? Ich behalte die Karten mal. Wir spielen auf jeden Fall gegen Oni. Dann gucken wir mal. Ich bin am Zug. Wähle einen feindlichen Diener aus, vernichte ihn zu Beginn eures Zuges. Okay. Ja, dann spielen wir als erstes mal den Murloc. Fertig. Ich bin gespannt. Die drei obersten Karten des Sechs angucken und eine davon ziehen. Jetzt kann er sich natürlich eine ganz gute raussuchen. Fährtenlaser. Wir ziehen mal noch eine Karte. Oh, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen direkten Angriff. Und sammeln erstmal noch ein paar Karten auf der Hand. Schon wieder Fährtenleser, meine Herren. Der will's wissen. Aha. Da haben wir noch einen Murloc. Hm.
Spielen wir erstmal unsere Murloc-Armee aus, ziehen wieder eine Karte. Meine Fresse, haben wir hier Murlocs. Das ist krank. Fertig. Wir haben ziemlich viele Zauberkarten auf Hand, das ist nicht so toll. Oh, oh, jetzt will er es wissen. Ja, darf er auch wieder eine Karte ziehen, der muss auf jeden Fall weg, der Geier. Krass, ey. Das ist echt krass. Spielen wir mal ihn. Ziehen uns noch eine Karte. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, machen wir ihn mal weg. Und die zwei direkt. Fertig. Ja, und im nächsten Zug können wir dann auf jeden Fall unseren Legendären spielen. Das ist auf jeden Fall mal ein Plan. Nur was hat er jetzt vor? Na bravo. Na bravo. Okay, die machen sich gegenseitig weg. Da haben wir einen Imp. Einen Imp. Jetzt ist die Frage, soll ich das machen? Komm, wir setzen mal die Münze ein. Spielen unseren. Was ist denn das? Vernichte zu Beginn eures Zuges diesen Diener und ziehe drei Karten. Krass. Okay, das bringt jetzt nicht so viel. Das bringt jetzt nicht so viel. Aber drei Karten ziehen ist schon geil. Das ist jetzt schon die dritte Art von Maschine, die der Typ bastelt. Der Gerbrin Mekadril, oder wie er heißt. Ah, scheiße. Was ein Sack. Was ein dreckiger Sack. Aber gut. Aber gut, er greift mich direkt an. Soll er machen. Jetzt sind wir dran. Wir haben 6 Punkte. Dann würde ich einmal sagen. Ich könnte ihn spielen. Damit machen wir ihn weg. Sehr schön. Dann würde ich sagen, spielen wir ihn. Und als nächstes spielen wir ihn. Fertig. So ein Tank wäre jetzt vielleicht gar nicht mal schlecht. Aber wir sind schon im Endgame fast. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sonst noch was? Okay. Was hat Edna vor? Ich wollte schon sagen, was macht er denn jetzt? So. Schön, 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 schön. 5, 6, eine Zweierkarte könnte ich da noch spielen. Nur ich kriege einfach keinen Tank. Das ist viel schlimmer. Ich frage mich, ob...
Moment, 3. Ich muss ihn schon bald spielen. Machen wir mal ihn. Wobei, das war ja schon fast wieder doof. Ach, das war blöd. Ich vergesse die Karte immer ständig auf der Hand. Nee, ich räume das Feld ab. Scheiß drauf. So, fertig. Ich bin so saudumm, bin ich. Warum greife ich denn nicht ihn direkt an? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Okay, 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 okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich brauche noch eine Karte. Oh, schön, Tank. 4, 5, 6. Scheiße. So funktioniert das nicht. So, setzen einmal ihn ein. Setzen einmal ihn zum Tanken und ihn ein und sind fertig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt wird's echt eng. Es kommt jetzt drauf an, was er spielt. Nein, Multishot. Ist das ein Drecksack? Ja, dann haben wir verloren. Das kann nicht wahr sein. Da zieht er die Karte, die er gebrauchen konnte. Unglaublich. Echt unglaublich. Ja, wir haben 11 Schaden verursacht, müssen noch ein bisschen was verursachen und machen auf jeden Fall mit dem nächsten Spiel weiter. Allerdings erst im nächsten Part morgen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Moment, abbrechen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, wenn es heißt Hearthstone. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao.